Herzlich willkommen zu Morgen-Yoga im Bett. Schön, dass du auch heute bei Tag 4 wieder mit dabei bist. Reck und streck dich ein bisschen in Rückenlage. Zieh die Arme lang, zieh die Beine lang, regel dich. Und dann leg deinen rechten Fuß über deinen linken, greif deinen rechten Arm und zieh dich so ein bisschen in so einen Halbmond nach links. Atme dabei weiter tief ein und aus. Und genieße diesen sanften Stretch, diese leichte Dehnung hier am Morgen. Lass deine Schultern entspannen, lass dein Becken schwer liegen. Und dann ruckel dich wieder mittig zurecht, greife jetzt deinen linken Arm, leg den linken Fuß über den rechten und zieh dich etwas nach rechts rüber. Atme tief ein und tief aus. Und genieße es ganz langsam, hier wach zu werden, die Atmung zu vertiefen, deinen Körper langsam aufwachen zu lassen. Löst das wieder auf, stell die Füße auf und zieh beide Knie zum Oberkörper ran. Roll ein bisschen hin und her, vor und rück. Heb den Kopf, mach ein kleines Päckchen, dann leg ihn wieder ab. Dann stell die Füße wieder auf, lass die Knie nach rechts und links sinken und streck deine Arme zur Seite aus. Du kannst die Ellenbogen ein bisschen beugen. Und auch hier lass noch mal alles los. Die Schultern, den Rücken, das Becken, die Beine. Lass auch deinen Kopf ganz schwer liegen und lass deinen Atem fließen. Atme nochmal tief ein und ganz tief aus. Wenn du soweit bist, löse das langsam auf. Bring deine Hände zu den Beinen, stell die Füße wieder auf und zieh nochmal die Knie zum Oberkörper ran. Streck die Beine, zieh die Zehen Richtung Knie, beweg ein paar Mal die Füße hin und her, die Zehen, die Fußgelenke, alles einmal ein bisschen bewegen, ein bisschen hin und her wackeln. Dabei weiter atmen. Du kannst auch die Knie ein paar Mal strecken und beugen. Und dann zieh das rechte Knie zum Oberkörper ran, streck das linke Bein aus und lass das linke Bein zur Matratze sinken. Streck das linke Bein richtig weit weg. Greif dann das Knie mit der linken Hand und zieh dein Bein zur linken Seite rüber. Den rechten Arm auf Schulterhöhe zur Seite ausstrecken. Geh mit dem Knie nur so tief, wie es für deinen Rücken, deine Hüften angenehm ist. Und dann kannst du den Kopf entweder nach rechts drehen oder mittig liegen lassen. Und dann komm langsam wieder zurück, stell den rechten Fuß auf, ruckel dich wieder gerade, zieh nochmal beide Knie ran, mach den Rücken ganz rund. Und dann greif das linke Bein, streck das rechte Bein auf deiner Matratze aus. Linken Arm zur Seite ablegen, rechte Hand ist am linken Knie und dann drehst du dich nach rechts in einen sanften Twist. Lass die Schultern los, lass den Kopf entspannt liegen und dreh dich wieder nur so weit zur Seite, wie es sich gut anfühlt. Atme immer noch tief ein und aus. Lass die Schultern noch mal mehr entspannen. Wenn du soweit bist, komm langsam zurück, stell die Füße nacheinander auf.
Und dann zieh nochmal beide Knie zum Oberkörper. Mach dich nochmal ganz rund, ein kleines Päckchen hier. Stell die Füße wieder auf. Leg die Arme zu den Seiten ab, Handflächen zeigen nach oben. Und dann heb sanft dein Becken etwas an. Und ausatmend leg es wieder ab. Achte auf deine Halswirbelsäule dabei. Nochmal anheben und ablegen. Immer nur so weit hoch, wie es sich gut anfühlt. Wenn sich die Halswirbelsäule dabei nicht wohl fühlt, mach die Bewegung etwas kleiner. Leg das Becken wieder ab, streck die Arme zur Decke, mach ein paar Mal Fäuste und öffne die Hände. Kreise dann im Handgelenk, schüttel alles aus, mach, was sich gut anfühlt, um auch hier deine Hände, Handgelenke, Arme ein bisschen aufzuwecken. Verschränke dann deine Finger, schieb entweder die Handflächen oder die Handrücken nach oben und lass dann die Arme über den Kopf zur Matratze sinken. Streck die Beine nochmal aus, regel dich, reck dich, streck dich. Du kannst gähnen oder seufzen. Und dann löst das langsam wieder auf. Nimm die Hände zurück, stell die Füße nacheinander auf und dann roll dich über die Seite zum Sitzen. Komm in einen bequemen, aufrechten Sitz, entweder der Schneidersitz, gerne ein Kissen oder eine Decke unter die Knie oder dich draufsetzen. Und wenn der Schneidersitz nicht bequem ist, dann streck vielleicht die Beine oder ein Bein. Roll ein paar Mal mit den Schultern, verschränke wieder die Hände und leg sie an den Hinterkopf. Drück mit dem Hinterkopf leicht in die Hände, werd ganz lang, zieh deine Halswirbelsäule lang und atme dabei weiter. Ausatmend werde ganz rund, lass den Kopf sinken, nicht zu stark am Kopf ziehen. Einatmend, wieder den Kopf heben, Ellenbogen nach hinten ziehen, nochmal lang werden. Und mit der Ausatmung rund werden, auch hier drauf achten, sanft nach vorne zu gehen. Einatmend, wieder heben, nochmal lang werden, Ellenbogen ziehen nach außen. Und ausatmend, werde nochmal rund, ganz sanft. Löst dann die Hände, leg sie auf die Knie. Und heb den Kopf, kreise nochmal die Schultern. Bring die Hände dann vor dem Herzen zusammen, schließ deine Augen, lass die Bauchmuskeln ganz entspannt, lass dein Gesicht entspannen und dann reib deine Hände ganz schnell aneinander, dass sie warm werden. Leg die Hände sanft übers Gesicht, entspann nochmal deine Gesichtsmuskeln und finde einen schönen Gedanken, der dich heute durch deinen Tag begleitet. Löse die Hände, öffne die Augen und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis morgen bei Tag 5 unserer Yoga-Challenge. Vielen Dank. Namaste.